Wie esst ihr eine Banane? Wie hört ihr Musik? Wie seht ihr fern? Wie macht ihr Selfies? Und wie bringt ihr den Müll raus? Seht euch heute unser neues, lustiges Video an! Dieser Typ hat starke Muskeln, die er seit Jahren trainiert. Aber er ist immer noch nicht mit seinem Körper zufrieden. Mein Bizeps ist so klein. Oh, ich habe nicht hart genug trainiert. Ich werde morgen noch härter trainieren. Und dieser Typ, der so dünn wie ein Rechen ist, braucht 5 Minuten, um zu trainieren. Naja, stimmt nicht ganz. Er hängt nur. Aber er ist bereits zufrieden mit seinen Ergebnissen. Wow, ich habe heute viele Muskeln aufgebaut. Seht euch das an. Ich bin wie der Terminator. Einige Leute machen sich ständig schön zurecht. Sie sieht aus, als würde sie gleich auf ein Ball gehen. Und dann geht sie. Den Müll rausbringen? Man weiß halt nie, wann man die Liebe des Lebens treffen könnte. Und manche Leute bringen ihren Müll raus, als wäre die Welt ihr Hinterhof. Mir doch egal, ob mich andere im Bademantel sehen. Ich sehe gut aus, egal was andere sagen. Das ist ein ganz normaler Typ. Er hat ein Selfie gemacht und findet es super. Ich habe nicht geblinzelt. Yay! Das Leben der Selfieholics ist viel schwieriger. Sie brauchen eine halbe Stunde, um das perfekte Selfie hinzubekommen. Und keines dieser 100 Fotos sieht gut aus. Ich lösche die alle. Heute ist einfach nicht mein Tag. Manche Leute essen die ganze Zeit etwas und sie können einfach nicht aufhören. Mein Mund ist wie ein schwarzes Loch. Seht ihr? Und manche Leute können nicht einmal eine Kleinigkeit essen. Dieses Buch ist so aufregend. Das wird er bereuen. Meine Kekse waren doch gerade noch hier. Ups, tut mir leid, Kumpel. Du bist zu langsam. Es gibt auch Menschen, die sehr erfolgreich sind. Sie haben viel Geld, schöne Autos, Millionen von Abonnenten. Ja, aber das kann man nicht über ihn sagen. Diese Leute tun einfach so, als hätten sie schöne Autos. Hey, was machst du hier? Raus aus meinem Auto! Aber niemand in den sozialen Medien wird wissen, dass dieses Auto ihm nicht gehört. Jeder behandelt sein Smartphone anders. Bei manchen Leuten fällt das Smartphone oft runter. Was? Du hast einen Splitter im Finger? Hm, ach egal. Und manche Leute schützen ihre Geräte viel zu sehr. Eine Hülle reicht nicht. Ich brauche noch eine extra Hülle. So ist mein Smartphone schön geschützt. Aber das reicht immer noch nicht. Ich brauche auch ein Airbag. Jetzt habe ich eine super weiche Hülle. Jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr. Einige Menschen sind nicht süchtig nach Fernsehsendungen. Und es gibt diese TV-Suchtis.
Sie sehen ihre Lieblingssendungen Tag und Nacht. Das ist so spannend. Es gibt noch 20 weitere Folgen. Ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich will nicht schlafen. Oh, es ist schon hell geworden. Selbst wenn Sie physisch nicht in der Lage sind, die Serie zu sehen, schauen Sie sich die trotzdem an. Seriensuchtis sind nicht aufzuhalten. Was? Ich habe das Ende der 800. Folge durchgeschlafen? Nein! Sie fängt schon an zu halluzinieren. Oh, ich brauche Schlaf. Oh, Frufu, hörst du das? Wir haben Gäste. Hey Leute, da weiß man schon, was sie für ein Mädchentyp ist. Kannst du mein Baby halten? Nicht jeder ist sofort begeistert. Diese Typen halten nur den Hund, damit sie die Jungs mag. Das ist ein haariges Tier. Nimm du ihn. Er scheint den Kleinen sehr zu lieben. Komm her, Frufu. Du bist so süß. Genau wie deine Mama. Und? Wie findet ihr meinen Kleinen? Ist der nicht zum Anbeißen? Wie geht ihr mit euren Kopfhörern um? Manche Leute sind ganz schön empfindlich. Funktioniert dein Kopfhörer nicht richtig? Schön, ich werde neue kaufen. Auf Wiedersehen! Oh ja, das klingt super. Und es gibt Leute, die bis zum Ende kämpfen. Funktioniert der nicht richtig? Ich muss rausfinden, was los ist. Vielleicht liegt es am Kabel. Mal sehen. Ich muss nur an der richtigen Stelle das Kabel zusammendrücken. Vielleicht ist auch der Draht innen drin kaputt. Warum ich? Komm schon, bitte! Es ist aber zu früh, um aufzugeben. Ich glaube, ich habe die perfekte Position gefunden. Puh, ich kann mich endlich entspannen und Musik hören. Wir haben Kunst. Jeder soll ein Bild zeichnen. Dieser Typ hat ein wunderschönes Bild erstellt. Aber er ist immer noch nicht zufrieden. Oh Gott! Das ist ein Meisterwerk. Ich bin ein Genie. Mein Pferd sieht so echt aus. Der gute Künstler wirft sein Bild weg. Es ist nicht gut genug. Aber diese talentlose Künstlerin hält sich für die Beste. Danke. Vielen Dank an alle, die mein Meisterwerk gut finden. Ich weiß, ich beginne eine neue Ära der Kunst. Könnt ihr euren Freunden zu 100% vertrauen und Geheimnisse anvertrauen? Nicht jeder kann ein Geheimnis für sich behalten. Das ist typisch. Sag es aber niemandem. Du bist verhaftet. Los, komm mit. Danke für den Tipp. Immer wieder gerne. Es gibt drei Arten von Menschen. Diejenigen, die eine Banane ganz normal essen. Von der Seite oder so. So viele Leute, so viele Bananentechniken. Und es gibt Menschen, denen ihr jedes Geheimnis anvertrauen könnt. Sie werden es niemals offenbaren. Hörst du, worüber die da reden? Nein, aber wir müssen es herausfinden. Erzähl es uns. Über was habt ihr geredet? Los, komm schon. Nein? Okay. Dann bereite dich auf das Schlimmste vor. Nicht einmal brutale Folterung werden diese Menschen dazu bringen, den Mund zu öffnen.
Es gibt Leute, die ziemlich penibel sind. Alles muss ordentlich sein. So kann ich essen. Und es gibt Leute, die super chaotisch essen. Keine Gabel? Ach egal. Höhlenmenschen haben es geschafft zu überleben. Also kann ich das auch so machen. Hey, was ist los? Jetzt stört mich wenigstens keiner mehr. Wie fandet ihr unsere lustigen Beispiele? Schreibt uns, welcher Typ ihr seid. Wie esst ihr eine Banane? Wie tragt ihr Müll raus? Und könnt ihr Geheimnisse für euch behalten? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.